Roboter, wo bist du denn? Ich wollte dich hier mit dem Tank in die Luft sprengen. Funktioniert das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Man sollte meinen, dass rote Tanks explodieren, ne? Es ist immerhin ein Videospiel, aber... Bin mir nicht sicher hier. Ich glaube fast nicht. Au, wo kommst du denn her? Ach, komm schon. Ich glaube, der hat gerade seinen Freund kaputt geschossen, aber mich halt leider auf. Auch. Ich gebe auf. Wegen einer... Oder so weit ist es noch nicht. Nee, mit dem Rad sind wir da gleich wieder. Ich habe mich so lange umgeguckt. Das passt schon. Meine Eltern wohnen in einem Einfamilienhausviertel in der Stadt und da sieht auch jedes Haus aus wie das andere. Na gut, okay, aber in der Regel nicht das ganze Land, nicht ganz Schweden oder zumindest die ganze Insel und nicht über so weite Flächen verteilt und überhaupt. Ich verstehe das nicht. Also, ich bin jetzt wieder ganz woanders, aber in so Siedlungen, da... achten ja die Gemeinden teilweise ganz streng drauf, dass die Häuser irgendwie alle ins Bild der Siedlung passen und dann wird einem vorgeschrieben, was für, wie man das Haus streicht und wie man das Dach irgendwie, ne? Und das verstehe ich so gar nicht. Warum will man denn absichtlich, dass alles gleich aussieht? Ist das nicht ein bisschen langweilig und so? Wäre es mir als Verwaltung nicht lieber, wenn jeder irgendwie sein cooles Haus baut, wie er will? Ich meine, es gibt dann auch wieder Städte wie, weiß ich nicht, Regensburg oder so. Nicht Regensburg, Salzburg. Da ist es so, dass wenn du an der Hauptstraße bauen willst, muss dein Haus irgendwie ziemlich fancy und cool aussehen. Sonst darfst du es da gar nicht mehr hinstellen. Das ist wieder das andere Extrem. Ich meine, das ist sicher Geschmackssache, aber ich finde, dass das so weit verbreitet und so normal ist, dass quasi alles irgendwie gleich aussehen muss, das verstehe ich nicht, weil irgendwie ist das doch echt nicht so cool. Oh oh, ein ChatMaskey60 ist gerade gespawnt irgendwo. Oder hinten irgendwo, da kann er auch bleiben. Stimmt, bei dem Bosskämpfen, da habe ich meine ganze Heilung verbraucht. Wir haben ja Jagd auf die ganzen Bosse gemacht und die sind wir zwar losgeworden, aber das hatte seinen Preis. Oh yeah! Das hast du jetzt davon, Hummer. Ich sollte echt gucken. Es wäre echt cool, wenn ich hier schon einen Gegner erspähen könnte. Dann könnten wir die nämlich anlocken. Jetzt wartet mal. Jetzt schaue ich mal nochmal in mein Inventory. Und da haben wir eventuell... Ja, nö. Ah, Funkgerät wollte ich sowieso mal testen. Das ist eine gute Idee. Weil mit dem Funkgerät kann man doch irgendwie Schnellreisepunkte machen. Hab mir im Tutorialgebiet auch noch gedacht, macht doch gar keinen Sinn. Aber jetzt ist das vielleicht gar nicht so blöd. Aber außerdem wollte ich die jetzt mit dem Radio hier herlocken quasi. Und ich gehe wieder in Deckung da hinten. Hm.
sind wahrscheinlich noch zu weit weg. Die hören das Radio nicht. Oh doch, oh doch, oh mein Gott. Kommen die von weit her, wenn das Radio läuft. Jetzt gehen sie wieder. Aber habt ihr das gesehen? Die sind von da ganz weit hinten her gelaufen. Da kann man ja wirklich... Mein Gott, das ist viel effektiver, als ich dachte. Hui, ich muss wohl irgendwie eine Schwachstelle bei dem getroffen haben anscheinend. Ah, oder der war schon vom vorherigen Kampf so angeschlagen, wahrscheinlich eher. Oh, oh, der kommt direkt auf mich zu, der da. Na, jetzt geht er wieder. Tja, der geht nicht mehr heim zu seinen Robo-Schaltkreiskindern, um sie mit Öl zu füttern. Weil ich glaube, das machen die, oder? Bin mir nicht ganz sicher, was die so machen den ganzen Tag. Mist. Mit was laufen die eigentlich? Müssen die nicht irgendwann mal der Sprit ausgehen? Könnte ich mich nicht einfach mit ein bisschen Mampf irgendwo einsperren und warten, bis denen der Sprit ausgeht? Ich meine, die Benzinkanister, die da oben drauf montiert haben, wirken nicht, als wären die super gigantomanoristik. Insofern, das wirkt so, als könnte man das aussetzen, ehrlich gesagt. Die gehen ein bisschen wie Hühnchen. Chicken-O-Bot. Nochmal nachladen. Ja, okay, einmal noch. So funktioniert das ganz gut. Er hat ein riesen Teppichmesser. Jo, okay. Dann gehen wir weiter. Hallo, Biane. Oder so, glaube ich. Oder Ibiane. Auf jeden Fall hallo. Would you recommend this game for 9 €? Yeah, I think so. It's fun for a couple of hours. I think with friends it could be even more fun. But I don't have any friends, so I played alone, and alone it's really entertaining for a couple of 10 hours or something. So why not? It's not a bad game. But it could get boring soon. After a couple of hours, yeah. So, eine Waffe gibt es hier. Hey, danke fürs Folgen. Thanks for the follow. But this is mainly a German stream. So if your English... you know... It's like... Can you build a base? No, sadly no. Leider kann man keine Basis bauen. You can't build a base. It's really only running from A to B and shooting robots right and left. And from time to time find a new useful weapon. But sadly not that often. Also man findet auch nicht mal irgendwie guten Loot. Oder selten. I mean, to be honest, I think there are better games for 9 € on Steam. Actually. It's really not bad, but it's not in any way great. The setting is really nice. And...
the way you destroy the robots is really, really nice, really entertaining. It's fun. Das Haus hat eine andere Struktur, einen anderen Aufbau. Ich muss alles wieder zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Das Treppenhaus ist hier ganz anders als in den anderen Häusern. Normalerweise ist es immer hier. Na gut, hier war auch wieder nichts. Hey, wir sind eigentlich wegen der Mission hier, oder? Hier soll es doch eine Waffe geben mit ordentlich super viel Wumps. Die haben wir noch nicht gefunden. Im Stall soll die sein. Ich höre die ganze Zeit Robogeräusche. Ich habe Angst. Irgendwo muss auch, glaube ich, noch ein Hündchen rumlaufen, ein Robohund. Stall, Stall, was ist denn ein Stall? Also ich meine, ich weiß, was ein Stall ist, aber wo ist hier ein Stall? Das am ehesten, ne? Oder das da. Das könnte auch sein. Ich wollte schon sagen, Blut, aber stimmt gar nicht. Blätter. Das Blut der Natur. Das macht nicht mal im entferntesten Sinn. Benötigt die Fähigkeit. Welche Fähigkeit? Die Fähigkeit. Okay. What? Benötigt die Fähigkeit. Brauche ich jetzt die Fähigkeit, damit ich die Waffe mit ordentlich Wumms kriege? Wo soll ich denn die Fähigkeit herkriegen? Das wäre jetzt echt gemein. Komm, wirklich jetzt, Spiel. Ist das dein Ernst? Muss ich jetzt hier die Fähigkeit beherrschen, damit ich an die coole Waffe komme, oder wie? Nee. Das ist nicht nice. Ach komm, jetzt sei nicht so. Benötigt die Fähigkeit. Aber das ist auch gut, oder? Benötigt die Fähigkeit. Warum haben Sie die Schweine, Hunde, Katzen, Pferde, Kühe und Ameisen mitgenommen, die Roboter? Ja, das ist eine gute Frage, wo die hin sind. Die wurden mit evakuiert wahrscheinlich. Die sitzen alle gemeinsam irgendwo glücklich in einem riesigen Landwirtschaftsbunker oder so. Keine Ahnung. Ich finde es auch echt schön, weil auch diese Lastwägen, die genau die gleichen Möbel enthalten, findet man ganz oft. Es wird leider wirklich viel recycelt in dem Spiel. Und auch einmal war da ein umgestürzter Lastwagen, der lag seitlich und ich habe ihn aufgemacht. Und dann sind da die Möbel schräg liegend, kopfüber, genauso wie sie hier stehen. Wunderschön sortiert in diesem Lastwagen gewesen. Tja. Hallo Kater. Aha, benötigt die Fähigkeit. Ich will da aber jetzt rahin. Benötigt all immer. Wieso benötige ich dauernd die Fähigkeit? Lass mich doch da jetzt einfach rein. Ich muss mal gucken, ob es wirklich eine Schlossknackfähigkeit gibt überhaupt. Oder ist das irgendwie komisch übersetzt und die meinen damit, dass ich irgendwie einen Schlüssel finden muss oder so? Kann ich den jetzt mal, danke.
Aha. Oh. Dammit. Mist. Da benötigte ich immer noch die Fähigkeit. Okay, jetzt schaue ich mal kurz zu Fähigkeiten. Versorgung, wäre das dann Versorgung? Erhöht die Chance. Weil ehrlich gesagt, wäre mir das nicht aufgefallen. Wäre mir das aufgefallen, dass es eine Schlossknackfähigkeit gibt? Hätte ich da ziemlich sicher hingeskillt, oder? Heilen. Heilen. Schneller laufen, Tragekapazität. Erlaubt es dir, stärkeren Angriffen zu widerstehen, ohne bewusstlos zu werden. Verdoppelt den Bewusstlosigkeitstimer. Das Verbündete mehr Zeit haben, dich wiederzubeleben. Nee. Ach so, warte mal, oder hier vielleicht. Erhöht die Basiswiderstand gegen Gas. Schaltet die Fähigkeit frei, einfache Türen mit Dietrichen zu öffnen. Funktioniert nicht bei Bunkertüren. Ich brauche sofort zwei Level und zwei Fertigkeitspunkte. Und zwar schnell. Gehen wir mal darüber. Die Relais bringen wirklich immer viele Erfahrungspunkte. Aber halt leider auch nur am Anfang. Ne? Am Anfang war das gleich mal ein Level, aber mittlerweile. Aber trotzdem. Besser als nix. Warte mal. Warte mal. Was ist denn das da? Warum ist das so ein Untersuch-Ausrufezeichen? Hä? Was habe ich denn da übersehen? Dam, dam, dam. Stallschlüssel. Der Stallschlüssel für den Bauernhof Glättrad. Na dann, vergesst das. Also ich will trotzdem die Schlossknackfähigkeit. Mich wundert es, dass ich die bis jetzt noch nie gebraucht habe überhaupt. Aber yeah. Tada! Jetzt gucken wir mal, was die langsame Waffe mit ordentlich Wumps ist. Und der dauernd alle reden. Ein Eimer. Ein unüberwindbares Hindernis. Aha, ein Schnarfschnitzengeschmäher. Schnubber. Das schauen wir uns nachher gleich mal an. Ich bin gespannt, ob das gut ist. Ich meine, das ist schon hier eine eigene Quest eingeflochten und so. Man sollte meinen, dass das gut ist, ne? So. Wir sind auch tatsächlich ein Level aufgestiegen. Voll gut. Ich könnte jetzt Chemiker lernen. Dann könnten wir beim nächsten Mal Schlösser knacken. Was gibt es denn hier noch? Munitionserhöhung 25% mehr Komponenten, Sprengstoffschaden. Wenn du die Ingenieurspezialisierung aktiv hast, kannst du unbeschädigt Tickkapseln von Gegnern aufsammeln. Unbeschädigte Tickkapseln. Ein Tick freisetzen, der Gegner angreift. Naja, so wie ich das Hacken kenne, ist das nur wieder zu meinem Nachteil. Also gut, investiere ich. Ich meine, 10% mehr Gaswiderstand kommt mir ehrlich gesagt total bekloppt vor. Ist für mich ein verschwendeter Punkt. Aber Schlösser knacken ist vielleicht schon gut, gerade auf lange Sicht. Aber gut. Naja, Waffe. Oh, die Alkstruzare mit 3 Kronen. Das haut schon ein bisschen mehr rein und hat trotzdem fast genauso ein gutes Handling wie unser altes Scharfschützengewehr. I like that mucho much. Zack. Können wir gleich mal gucken, ob wir da irgendwas anbringen können. Ein Schalldämpfer. Jawohl. Und ein 3, ein 3. Bei den Visieren habe ich keine Ahnung, ob es überhaupt einen Unterschied gibt bei den Visieren. 3 Kronen. Besseres Visier, aber in Wirklichkeit genau das gleiche. Ich meine, gut. Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es da nicht so kaputt und hat keine Splitter, aber nee, die Theorie kann man auch gleich verwerfen. Ach so, falsche Waffe. Genau, vielleicht ist das wirklich der Unterschied. Vielleicht sind die niedrig qualitativen Zielfernrohre einfach wirklich kaputter, haben mehr Splitter und man kann schlechter durchsehen. Das fände ich sogar nett. Da muss ich mal drauf achten, ob das so ist. Das wäre ein nettes, ne? Ich meine, keine Ahnung, aber es wäre nett.
Wer will fleißige Scharfschützen sehen, der muss zu uns Schweden gehen. Das sind schon die Robodoggos und da ist mein Ziel, mein eigentliches. Hat das Haus einen Balkon oder irgendwie eine Möglichkeit, dass ich aufs Dach komme? Das wäre nämlich cool. Da steht zwar eine Leiter, aber das Spiel will mich die bestimmt nicht benutzen lassen. Nee, okay. Schade. Das wäre cool gewesen. Schnipp ist jetzt sehr gut. Oh, ich habe nicht viel Munition für das Ding. Mist, habe ich bestimmt irgendwo in meiner Kiste rumliegen. Naja. Schauen wir mal. Ob wir das noch kaputt kriegen da. Schwankt so krass, mein Charakter. Aber die Waffe ist, glaube ich, eh so ungenau, dass es eh wurscht ist. Ich bin bis jetzt nicht überzeugt von dem Ding. Hey, na, das war schon... It's very effective, muss man schon sagen.